Jumpen wir mal rüber zu Dave. Die haben fleißig das Büro renoviert und 40.000 Euro hat er auch noch investiert. Ich interessiere mich aber gerade mehr fürs Büro als für Investments. 0 von 10, 0 von 10. Hast du schon die Volt-Doku von den Freuds gesehen? Yes, ich habe schon ein bisschen, also privat, nicht im Stream. Ich habe mir ein 200 Quadratmeter Büro angemietet, um es genau nach meinen Vorstellungen umzubauen. Nachdem wir bereits gelernt haben, selber Wände zu ziehen, das auch getan haben und uns einen Traum-Streaming-Raum gebaut haben, wird es heute Zeit für die ersten Möbel und das Gestalten der Wände. Seid gespannt und bleibt jetzt dran. Seid gespannt und bleibt jetzt dran für eine neue Folge des Büro-Umbaus. Eine Woche Urlaub, wir sind zurück, back to business im neuen Büro. Heute startet die entscheidende Woche. Tobi ist wieder da, Max ist da, im Büro sieht's unglaublich scheiße aus. Wir haben den Streaming-Raum im letzten Video fertig gemacht, hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Und der droppt auch irgendwie bald irgendwas mit Klamotten oder sowas, ne? Er meinte ja, er hat hier so ein Klamotten-Ding, Trailer-Doku-Teil. Laut, Entschuldigung. Und diese Woche geht's endlich an die Gestaltung. Zuerst müssen aber im Prinzip alle anderen Räume fertig. Entschuldigung, ich habe mein Headset nicht auf maximal gehabt. Ich habe es nicht 100% abhören können, sorry. Gespachtelt und gestrichen werden, darum werden wir uns heute kümmern. Und in den nächsten Tagen geht es dann wirklich in die Gestaltung. Also an welche Wände kommt Beton, Holz, grüne Optik. Es gibt super viel zu tun und ich starte jetzt erstmal damit. Ich bin total interessiert, weil die das ja auch, oder weil ich es hoffentlich auch dieses Jahr dann bald mal machen muss. Nochmal in einem anderen Rahmen, auf jeden Fall von der Größe höchstwahrscheinlich, aber... immer mal gucken, was die Kollegen machen. Die sind ja auch voller Ideen. Ich find's richtig gut. Schlachtfeld hier hinter mir aufzuräumen und dann geht's weiter. Endlich ist hier mal ein bisschen Bewegungsfreiheit und Luft zum Atmen. Währenddessen ist Tobi hier oben die Ecken schon am Streichen. Ist das richtig? Hörst du mir dann? Ja. Hallo meine Geliebten. Was tust du? Ich arbeite nur so hart. Wie sich die Wand verschoben hat, ne? Das war richtig gruselig, dass man das einfach so wegdrücken kann. Ein sehr großer Moment. Ich freue mich einfach auf das Erlebnis. Das kann ich als eine große, perfekte Party bezeichnen. Jeder hatte Angst, dass er... Alles klar. Gerade so ein bisschen Stress ausgebrochen. Schwierig. Gesponserter Heineken-Kühlschrank, schwierig. Schaust du die Pokémon Direct? Wann fängt's an? Jetzt, 15 Uhr? Wochen, die ersten... Ich würde sagen, why not, ne? Möbel sind da. Und nicht nur irgendwelche Möbel, sondern richtig geile. Wir sind heute das erste Mal einrichtungsmäßig fürs Büro unterwegs. Oh, das habe ich auch gesehen. Das habe ich mir auch mal gefavoritet. Das ist in Köln, glaube ich, ne? So ein Store, die verkaufen Secondhand-Büro-Möbel. 15 Uhr fängt das an. Ja, erstmal Video von Dave zu Ende gucken. Vielleicht gucke ich es auch nicht und gucke es nach. Meistens gucke ich sowieso nur auf Twitter bei Pokémon dann, wie das gelaufen ist. Firma in der Nähe von Köln, in Troisdorf, Sepp World nennt die sich. Die haben super viel Designerkram, vor allem USM Haller, die kennt ihr von... Der USM Haller kennt jeder und es ist so schweineteuer. Aber ich habe mich da schon mehrfach dagegen entschieden, die bei uns im Büro zu verwenden, weil ich irgendwie nicht hundertprozentig den Sinn sehe, wenn man gute Kontakte zu Schreinern hat, die einem sogar für günstiger Maß angefertigte Sachen dann zocken. Und USM Haller verbinde ich irgendwie immer noch mit so Investmentbankern. Irgendwie, keine Ahnung, ich finde es halt nicht cool. Also es gibt schöne Sachen, aber ich finde es halt nicht cool. Alles was Subjektives. Vermutlich, die sehen so aus und schauen jetzt einfach mal, ob es irgendwas gibt, was uns gefällt und lassen uns einfach mal ein bisschen inspirieren von dem, was sie hier haben. Das kostet zwar auf den ersten Blick mehr, aber du kannst es halt immer wieder verkaufen zum gleichen Preis. Wir gehen rein und schauen uns an, was es dort so gibt. Ja, das habe ich nämlich auch schon auf Instagram abgecheckt. Das ist echt eine ganz coole Location. Da bin ich sicher, werde ich auch nochmal hinfahren, wenn wir umziehen. Sehr gut, was die Jungs da rausgesucht haben. Sehr gut für mich, erspart mir viel Arbeit. Gehört einem Freund von mir die Firma, ist echt übel teuer, aber sehr schön. Einem Freund von dir gehört USM Haller? Dem geht's aber auch, glaube ich, ganz gut dann.
Es sind die Möbel, die man so kennt als Designklassiker. Und genau deswegen kann es auch Sinn machen, die zu kaufen, weil die eben nicht an Wert verlieren. Jetzt heißt es erstmal Eindrücke sammeln, gucken. Alles nur noch Investment. Generation Investment, Alter. Das, wie kann ich mein Geld anlegen, auch im Büromöbeln, damit die nicht mehr den Wert verlieren? Keine falsche Denke, to be honest, aber interesting. Was man sich vorstellen kann und irgendwie eine Kombination finden, die farblich und auch so vom Design wirklich zusammenpasst. Es soll kein Standard-YouTube-Büro sein, es soll kein Standard-Gaming-Zimmer sein, in dem LEDs geklatscht werden, sondern es soll wirklich richtig schön sein und so, dass wir jeden Tag gerne dahin kommen und langfristig auch gerne dahin kommen. Dafür ist es hier auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Hm. Ein bisschen zugeschlagen, finde ich gut. Das ist es also geworden. Also, nicht falsch verstehen. Ich finde das nicht grundsätzlich absolut hässlich. Ich verbinde das irgendwie nur so mit so Ü40ern Videos. I don't know. Ist irgendwie so ein, ist aber, keine Ahnung. Die sind jetzt jung und cool, die machen es bestimmt dann wieder cool. Es hat aber, ich überlege die ganze Zeit, wie ich es ausdrücke richtig, ohne jemanden zu beleidigen. Es wirkt so, als wenn es so eine Verwaltungsgeschichte wäre. Wisst ihr, was ich meine? So, also wenn es nur so um Verwaltung geht und nicht um was Kreatives. I don't know. Wir haben zwei weiße Kommoden für beide Büroräume, für die Cutter 1 und für Max und mich 1. Sehr gut. Eine große Vitrine, die die IKEA-Vitrine ersetzt, die in meinem Standard-YouTube-Hintergrund sehr gut ist. Und dann noch ganz viel Kleinkram, der mega nice ist. Ein Couchtisch. Die Couch, die wir bekommen, werdet ihr noch sehen. Ein wirklich absoluter Traum, da haben wir uns richtig nice. In den richtigen Traum erfüllt. Ich stehe in Max und meinem Büro. Hier hinten kommt jetzt eine der Haller-Kommoden hin. Hier vorne kommen die Schreibtische hin, das werdet ihr alles noch sehen. Aber jetzt heißt es erstmal Haller-Kommode reintragen und schauen, ob alles passt und so aussieht, wie wir uns das vorgestellt haben. Nice. Es geht voran. Ich finde das sehr, sehr gut, was die hier machen. Es geht so voran. Man entwickelt sich so. Ich finde es super. Natürlich müssen wir uns bei solchen teuren Möbeln aber auch darum kümmern, dass diese Sachen nicht wegkommen, dass das Büro hier einbruchssicher ist. Und, so. Und jetzt kommt eine Überleitung zu Clark. Weiter. Da haben wir eine Menge Vorkehrungen getroffen. An einer Sache gibt es aber noch ein bisschen Nachholbedarf, unserer Cybersecurity. Deswegen oh, nice. Wird dieses Video freundlicherweise von NordVPN unterstützt. Mit NordVPN habt ihr die Möglichkeit, mit einem Klick euren... Dave, ich liebe dich, aber ich werde NordVPN kurz skippen. ...die Möglichkeit habt, klickt also auf den... Das Büro stammt. Max und ich haben in den letzten zwei aber benutzt den Code von Dave, wichtig. Tagen natürlich mit der Hilfe von Tobis Vater und ganz vielen anderen tollen Helfern uns darum gekümmert, alle Wände fertig zu spachteln. Ich bin auch so gespannt auf die Küche von Max, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu streichen. Das wird bestimmt richtig nice. Zu schleifen. Ich freue mich voll für den, dass er so eine richtig fette Küche sich holt. Und das alles komplett fertig zu machen. Alle Wände, die weiß sein sollen, sind weiß. Es gibt ein paar Wände, die in irgendeiner Weise gestaltet werden sollen, also entweder in Betonoptik, in irgendeiner Farbe, und das passiert jetzt in den nächsten Tagen. Parallel dazu kamen aber gestern schon die ersten Möbel, die wir bestellt haben. Und im Prinzip ist es quasi ready einzuräumen, weil wir gerade auch schon Fußleisten ankleben, die Tür im Streamingzimmer mittlerweile eingebaut ist. Also tatsächlich gibt es jetzt für uns als Leute... Und keine Glastür. Sehr gut. Leute, die nicht wirklich bei der Gestaltung helfen können, jetzt nicht mehr viel mehr zu tun, als unser Büro einzuräumen. Das ist ziemlich krass und natürlich fehlen noch die Lofttüren, die jetzt hinter mir hier in die Küche rein sollen oder in unsere Büros. Aber wir können jetzt an... Die Lofttüren waren aber mit Glas, ne? Und ich meine, dass die hier, also hier ist ja dieses Kochstudio und hier auch ein Set ist, wo man drehen kann. Ich bin mal gespannt, wie die das akustisch lösen, wenn die dann beide da drehen, weil Max wird ja auch viel da produzieren dann. Wir fangen unser altes Büro auszuräumen und die Sachen hier hinzufahren. Und genau das machen wir jetzt. Soll ich sagen, das war's scheinbar. Max und ich haben gerade die komplette Bude hier leer geräumt. Ist ein bisschen traurig, uns hat das ja hier super gut gefallen und wir mussten einfach nur weg, weil nicht genug Platz war. Das jetzt hier so leer zu sehen ist... Aber gut. Sad. Schandhaft. Ja, wunderbar. Es ist immer für den Moment traurig, aber es ist so gut, wenn man dann umgezogen ist und man und dann da ist. Was steht hier schon? Wir können schon mal gucken, was man sonst noch macht. 100 Euro in, 1000 Euro in... Rennen nach Paris, 5 Folgen, Büro, 4 Folgen. Also, wie viele Folge ist das? Das zweite, ne? Züge, Travel Hacks, Bucket List, Time Capture. Jungs, mach mal Whiteboard leer, bevor ihr dreht.
Final, Leer, Einrichtungsplan, Einrichten, Einrichten, Final plus Abrechnung, Updates. 6 Drops, 50 Posts auf Insta. Was passiert hier? Man hat komplett Firmeninterma. Davor, Alter. Ja. Das ist bestimmt traurig, aber wenn man weiß, wo es hingeht, ist es halt so. Und genau da fahren wir jetzt hin, laden alles wieder aus. Und dann haben wir quasi unseren ganzen Kram schon im Büro. Dann können wir anfangen, alles einzurichten, einzuräumen und so hinzustellen, wie wir es haben wollen. Aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen wir diese Fläche. Sehr gut. Tag, ey, bitte! Heute der dritte und entscheidende Tag. Nicht nur werde ich mit Tobi gemeinsam die kompletten Wände hinter mir gestalten, sondern wir fangen auch schon an, die fertigen Räume, unsere Büros und so weiter einzurichten. Tobinator. Es gilt zu entscheiden, wie wir vor allem die Wand hinter euch, in welcher Farbe wir sie gestalten wollen. Also die Holzvertäfelung. Richtig. Okay, jetzt wissen wir schon, da kommt eine Holzvertäfelung hin. Und das hier wird in Betonoptik gestaltet. Also hier Beton, das wird quasi das Set, das ihr aus dem alten Büro schon kennt. Und hier kommt eine Holzvertäfelung. Und dann kommt da noch ein fetter Fernseher vor. Geil. Bevor wir hier aber irgendwas jetzt an der Wand wirklich gestalten können, muss zuerst gespachtelt werden. Das bekomme ich jetzt erklärt. Wir ballern das durch. Und alles weitere davon seht ihr in Tobis Video. Ach, die machen das tatsächlich direkt an die Wand. Ist unglaublich. Also just so eine Optik. Okay, wir haben unsere Sets ja zum Beispiel mobil gelassen, dass wir die auch immer wieder einpacken können und mitnehmen können. Jetzt auch gut für einen Umzug dann. Was für eine Geschwindigkeit Tobi und Tobis Vater arbeiten. Man merkt die Erfahrung. Innerhalb der letzten 15 Minuten haben wir hier quasi meinen neuen Hintergrund gemacht. Das ist die erste Schicht und dann kommen wir gleich zur wirklichen Gestaltung des Betons. Nach wie vor. Audiomäßig. Ich bin so gespannt. Machen die Vorhänge noch? Weiß da jemand was? Habe ich es vergessen oder so? Aber es ist richtig krass. Es geht in der Küche weiter und jetzt kommt wirklich Farbe an die Wände und es fühlt sich an so ein bisschen wie die letzten Steps. Währenddessen ist Tobi schon fleißig damit beschäftigt, an meiner Videohintergrundwand, der ersten Wand, bei der wir die erste Schicht drauf gemacht haben, die zweite und entscheidende Schicht aufzutragen. Und Tobi erklärt uns aber kurz, was genau er da macht. Ich strukturiere die Wand jetzt. Wir haben jetzt den zweiten Spachtelgang auf. Schnuffel, Dankeschön für die 21 Monate. Danke für den Zapf. Getragen. Und jetzt kann ich hier mit meiner Glättekelle einfach so geile Muster reinmachen und das dann zum Schluss noch glätten, damit es dann aussieht wie richtige Betonoptik. Außerdem haben wir hier diese gelben Streifen noch angebracht. Die sind wofür? Genau, das werden die Betonoptikfugen sozusagen. Ich zeige euch mal kurz was. Und zwar können wir hier die Betonschallung-Effekt imitieren, indem wir hier mit dem Bügel so Kreise reinmachen, überall so Akzente setzen einfach. Können wir hier hinmachen und dann sieht es richtig authentisch aus wie richtiger Beton. Sehr nice. Der Traummoment ist gekommen. Wir haben hier schon in der Mitte die Verklebung abgezogen und jetzt wird die große Verklebung an der Seite abgezogen. Wir können den Effekt jetzt hier schon richtig sehen. Es wird alles noch heller. Nice. Wenn es trocknet, sieht gut aus. Ist es bereit, die schöne satisfying Kante zu sehen. Die kannten den Vermieter, ne? Deswegen dürfen die es höchstwahrscheinlich auch an die Wand machen. Ansonsten einfach so eine Wand mit so Betonoptik-esken Sachen zu streichen. Da muss ja schon am Ende dann schön rückbauen und schleifen. Deswegen haben wir das so mobil, damit wir es immer wieder abmachen können. Wenn ich dieses Ding hier abziehe. Oh. Ich muss aber sagen, ich hatte auch jetzt bei uns neue Bürosuche nochmal meinen Vermieter in meinem Büro die Tage. Und er hat es richtig krank gefeiert. Also er ist richtig krass eskaliert. Das hat mich voll happy gemacht, muss ich sagen. Der ist wirklich reingekommen und meinte so, boah, das sieht so geil aus hier. Das ist so ein geiles Büro und dann die Sets und dann meinte der so, und dann auch so mobil, ne, das kannst du dann einfach anmachen. Dann meinte ich so, ja, da müssen wir nur ein, zwei Löcher spachteln und vielleicht nochmal das Zimmer streichen, aber ist dann eigentlich super fix, geht das wieder, und der war so übel begeistert und ich war so richtig happy, weil er hat das ja so eigentlich als Bürofläche uns damals gegeben und das hat mich wirklich ganz happy gemacht. Gleichzeitig. Sehr satisfying. Tobias Hauptner, dieser Mann, ist ein absoluter König. Das ist Tobis Betontechnik, oder? Ja, geben wir dir so einen Namen. Okay, dann Tobis Betontechnik, TBT. Double Win Terrace Town. Ja.
Eine venezianische Glättekelle. Ja, das muss man noch. Tobis Glättekelle, die er benutzt, ist nicht nur irgendeine, sondern eine venezianische Glättekelle. Richtig? Richtig. Schaut Tobi zu, wie er TBT vollführt. Nice. Wenn wir uns einmal nach rechts drehen, mein absolut neuer Video-Hintergrund. Das werdet ihr... Man sieht so kaum was in der Kamera, das muss richtig schön leuchten. Absolut neu. Absolut neu, ja. Betonstreifen auf der... Wie das alles funktioniert, wie ihr das selber machen könnt, findet ihr über den Link in der Videobeschreibung zu Tobis Video. Sehr nice und es ist möglich, das zu Hause zu machen. Genauso sieht es auch in der Küche aus. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass das hier gerade noch versiegelt wurde. Versiegelt aus dem Grund, dass das dann Spritzschutz, wassergeschützt ist und so weiter. Durch 100 Vulkanschichten versiegelt. Es gibt allerdings auch ein Problem. Es ist nicht alles glatt gelaufen auf dieser Baustelle. Kommt einmal mit. Eigentlich war nämlich geplant, dass ihr in der Wand direkt hinter uns jetzt schon eine Holzvertäfelung seht. Das hat nicht funktioniert, weil das komplette Material irgendwo auf dem Weg vom Hersteller zu uns verloren gegangen ist. UPS weiß nicht, wo das ist. Liebe Grüße. Dort wird eine Green Wall hinkommen. Liebe Grüße an meinen Manager, der hat es nicht rechtzeitig hinbekommen. Grüße. Sag, ob es dein Manager ist. Noch 13 Tage. Max hat ihn gekündigt. Eiskalt im Video. Sympathisch. Nein, das ist es nicht. Ilja, du bist der Beste. Liebe Grüße, endlich mehr Zeit für mich. Genau wegen diesem aktuellen Stand gibt es jetzt genau noch eine Sache für uns zu tun. Alle fertigen Räume fertig einrichten. Mit den Möbeln, die wir haben, mit den Möbeln, die wir neu haben. Da freuen wir uns sehr drauf und genau das machen wir jetzt. Wir labern jetzt weiter Scheiße und nennen das unseren Job. Die Toilette. Wir werden alle unsere Auszeichnungen im Klo anbringen. Unter anderem die Auszeichnung, dass ich bei Seven vs. Wild Staffel 1 dabei war. Immer ein guter Ort für Awards. Bei mir hängt in meinem Büro wie so ein eitler Arsch. Mann, warum geht das Ding hier immer wieder raus? Wow, wow. Geil. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo. Alter, das ist so geil. Der Tisch ist no joke geil. Es ist sogar einer, wo man tendenziell so ein bisschen niedriger sitzt. Mhm. Aber das ist auch so ein Design-Element. Chic. Sehr gut. Auch sehr gut. Natürlich sind wir noch lang nicht fertig, aber wir sind einen ordentlichen Schritt weitergekommen. Unsere Büros sind eingerichtet, der Streamingraum ist eingerichtet und wir arbeiten jetzt tatsächlich von hier. In den nächsten Wochen kommen noch die richtigen Türen ins Büro. Die Küche wird ankommen, wir können alle Sets dann final einrichten, unser Sofa kommt, die Holzwand muss gemacht werden. Es gibt einfach wirklich noch eine Menge zu tun, aber wir kommen dem Ziel Schritt für Schritt näher. Wir sind jetzt seit 5 Tagen hier drin am Arbeiten, sind super happy und ich hoffe, euch hat dieses Büro-Umbau-Video gefallen. Im nächsten Video stellen wir das Büro dann hoffentlich komplett fertig und im Video darauf gibt es dann die fertige Roomtour, wo ich euch einmal alles im Detail zeigen kann. Vergesst nicht, das Video zu liken, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns am Sonntag wieder zur Tamek-Doku. Das wird ein absolutes Fest. 25 bis 30 Minuten Video am Sonntag. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ui, und, das kommt ja dann heute. Alaaf an alle Kölner. Heute ist Karneval, deswegen. Naja, das von meiner Seite aus natürlich auch total und so.